Herzlich willkommen bei TV Bayern Live. Schön, dass Sie wieder reinschauen bei uns. TV Bayern Live, das Wochenendmagazin mit allen wichtigen Themen aus dem Freistaat. Mit Traditionen soll man ja bekanntlich nicht brechen. Das wissen auch die Pfalz-Höchheimer im Landkreis Würzburg. Deswegen feiern sie auch jedes Jahr ihre Fastnacht in Franken, mittlerweile bereits zum 30. Mal. Zur Jubiläumsausgabe der bekanntesten fränkischen Prunksitzung zog das närrische Volk aus nah und fern in das kleine Örtchen am Main. Hallo aus Pfalz-Höchheim, den Mainfrankenseelen. Hier findet heute zum 30. Mal die Fastnacht in Franken statt. Und wir haben uns auf dem roten Teppich mal umgeguckt, als was sich die Promis so verkleidet haben. Sie sind der weibliche Robin Hood. Korrekt, heuer haben wir uns gesagt, Robin Hood, der setzt sich für andere ein, das tue ich auch sehr gerne. Und unser Sohn ist im Moment auch Fan von Robin Hood und dann hat es gut gepasst. Was erwarten Sie denn vom heutigen Abend? Ich bin schon unwahrscheinlich gespannt, 30 Jahre Pfalz-Höchheim, also das ist schon echt eine ganz lange Zeit und ich finde es immer wieder total klasse und wir sind heute Abend unwahrscheinlich gerne hier. Die Macht ist mit Ihnen. Ja, hoffe ich doch. Was, nicht nur heute. Was bedeutet denn so eine Fastnacht in Franken, das 30-jährige Jubiläum für Unterfranken? Für uns in Unterfranken ist das einer der ganz großen Höhepunkte des Jahres. Und ich freue mich als Pfalz-Höchheimer Bürger natürlich auch ganz besonders, dass selbst die Großkopferten als München hierher wallfahren müssen, um sich dem Volke zu zeigen. Ich habe mich immer gefreut, wie wegen dynamischen Prozesses gemacht hat und wie viele Politiker immer mehr gekommen sind. Nein, ich freue mich, dass diese Sendung so ein Erfolgsstory geworden ist. Hallo, als was haben Sie sich denn verkleidet? Als Wilhelm von Grumbach. Wieso? Weil der Wilhelm von Grumbach ist ein bekannter Ritter, der im Bauernkrieg noch gewirkt hat und der aus meiner Heimatgemeinde Rimpa aufstammt. Ja, das ist bei einem Theater entstanden. In meiner Nachbargemeinde in Vorlei haben die den Faust aufgeführt in die Walpurgisnacht. Und die Hexen haben einfach super klasse ausgeschaut. Und die waren heute auch bei mir im Ministerium und haben mich kostümiert. Wie lange hat es denn gedauert, sich in den Homer und in die March zu verwandeln? 3 Stunden hat es gedauert, ja. War zugegebenermaßen nicht ganz einfach, aber ich hoffe, das Ergebnis ist okay, ja. Mir macht nur Sorge, wie ich das nachts alles wieder runterkriegen soll. Aber dazwischen steht ja eine tolle Sendung. Ja, was erwarten Sie denn von heute Abend? Ja, ich glaube, viel Kabarett, viel Humor, viel fränkischer Humor. Der ist ja ein wenig, gibt ja ein wenig Ärger. Und ich freue mich, aber es ist immer wie ein Klassentreffen, wie ein Familientreffen, finde ich. Einmal im Jahr trifft sich ganz Franken, ja. Und sag mal, wir Nürnberger sind sowieso tolerant, weil wir lassen uns jetzt ja von den Viertern, also von der kleinen Komödie, veräppeln. Also das zeigt einfach nur die Toleranz der Franken. Ja, ich erwarte wie jedes Jahr beste Unterhaltung, dass man über sich selber, aber auch über andere lachen kann. Und was Schöneres gibt es doch nicht, als am Schluss einer solchen Veranstaltung fröhliche, glückliche Menschen. Und so war es bisher immer. Und ich denke, so wird es heute auch sein. Seit mittlerweile 4 Jahren gibt es auch das Kinderformat der beliebten Castingshow The Voice of Germany. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich sitze manchmal wirklich staunend vor dem Fernseher und bin total beeindruckt, wie so junge Menschen so unfassbar wunderbar singen können. Einer dieser Wundertalente ist Leon aus Bad Abbach. Er ist gerade dabei bei The Voice Kids. Wow, let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old and made us restless. It was just like a movie, it was just like a song. Also, ich bin Leon, ich bin 14 Jahre alt und komme aus Bad Abbach und Musik ist eigentlich meine ganze Welt. Ich wollte schon früher, als ich schon noch jünger war, auch schon immer bei The Voice mitmachen.
Aber meine Mutter hat immer gesagt, so, ja, ich weiß nicht, vielleicht bist du noch nicht gut genug. Und ich war auch immer so ein bisschen Zweifel an mir, vielleicht, ja, es hat sie schon recht, vielleicht bin ich nicht gut genug. Aber irgendwann hat meine Mutter dann so ein Video, wo ich singe, auf Facebook gepostet. Und da ist dann jemand darauf aufmerksam geworden, der sich wirklich gut in dieser Branche auskennt und hat dann gesagt, ja, der ist wirklich gut, den musst du fördern. Und dann ist sie halt auch so auf die Idee gekommen, ja, vielleicht versuchen wir es ja mal mit The Voice, mal schauen, wie weiterkommt. Also Musik ist für mich einfach das Wichtigste, weil sie mich schon von Anfang meines Lebens bis jetzt immer begleitet hat. Also schon als kleines Kind habe ich schon immer auf Klavieren rumgeplänkert oder versucht, irgendwas zu singen. Und deswegen ist das für mich einfach immer wichtiger geworden und hat immer mehr mein Leben übernommen quasi. Der Leon, der hatte schon ein paar Mal mich gefragt in der Vergangenheit, ob er da mitmachen darf. Dann habe ich immer gezögert, weil ich das dann doch ziemlich heftig fand und ja, so groß, viel. Und dann bin ich dann so als Mutter ein bisschen aufpassend, will mein Kind schützen, ne? Dass es bloß sich nicht irgendwie blamiert oder so. Und ja, und dann habe ich das halt mal einem Bekannten dann doch mal vorgezeigt, weil wir hatten da ein paar Aufnahmen mit Freunden, der ein Musiker ist, und da haben die gejammt hier und habe das dann gezeigt und hat gesagt, sofort fördern, unbedingt was machen. Ja, und dann haben wir das halt mal probiert, um ihn da anzumelden, und er war natürlich dann auch hochbegeistert. Und dann fing der Schneeball an zu rollen und er rollt immer noch. Als Mutter muss ich mich ein bisschen da drum kümmern. Der Höhenflug kann ziemlich hoch sein. Und ja, den hole ich dann auch wieder runter und sage, hier, das ist der Alltag. Hier wohnen wir, jetzt ist Schule lernen. Und da waren wir auch immer ganz fleißig und haben versucht, fleißig zu sein, während wir dann auch unterwegs waren, dass er noch weiterhin lernt nebenbei. Ne? Dass auch jeder Musiker, jeder Sänger muss noch was dazu lernen für die Zukunft. Also wenn ich Gesangstar werden sollte, das wäre natürlich mega. Aber wenn ich dann doch nur Deutsch-Englisch-Lehrer werde, dann bin ich damit auch zufrieden. Der ZDF-Dreiteiler Tannenbach war ein echter Quotenhit. Bis zu 7 Millionen Menschen haben vor 2 Jahren eingeschaltet. Vorbild für den fiktiven Ort ist dabei das einstmals tatsächlich durch den Tannenbach geteilte Modlerreuth im Landkreis Hof. Jetzt gibt es einen zweiten Teil. Die letzten Szenen werden gerade in Oberfranken gedreht. Und mit dabei sind unter anderem Heiner Lauterbach und Anna Loos. Ja, und so viel Prominenz sorgt natürlich für Aufregung im kleinen Städtchen in Kirchenlamitz im Landkreis Wunsiedel. Wir waren für Sie dabei bei den Dreharbeiten. Beschaulich geht es eigentlich zu im kleinen Städtchen Kirchenlamitz im Landkreis Wunsiedel. Mitte der Woche aber herrscht auf einmal geschäftiges Treiben in einem der vielen Relikte des Niedergangs der Porzellanindustrie in der Gegend. Die ehemalige Winterling-Fabrik wird Schauplatz des zweiten Teils der ZDF-Serie Tannenbach. Und dazu werden unter anderem Heiner Lauterbach und Anna Loos im Fichtelgebirge erwartet. Und das interessiert die Kirchenlamitzer dann natürlich schon. Sicher, ich habe es heute früh in der Zeitung gelesen. Gleich früh um 5 Uhr habe ich es gelesen in der Zeitung. Und die ersten 3 Teile von Tannenbach habe ich ja gesehen im Fernsehen. Und dann kriegt man schon wieder, was so los ist. Auf dem Parkplatz ist ziemlich viel los, aber wegen was? Ich habe es geahnt. Ja, es ist schon einiges los. Also ich habe gestern über Facebook gesehen, dass hier irgendein Dreh stattfindet. Aber mehr weiß ich jetzt leider auch nicht. Wir dürfen einen Tag vor den Dreharbeiten schon mal einen Blick auf die 4 Filmsets werfen, die in mühevoller Detailarbeit auf dem ehemaligen Industriegelände entstehen. Im Außenbereich wird eine Kasernenszene gedreht, die im August spielt. Also muss erst mal der Schnee weg. Und das fehlende Laub an den Bäumen darf man später auch nicht sehen. Im Inneren werden mit einigem Aufwand 3 weitere Sets gebaut. Über eine Woche haben die Setbauer hier schon gewerkelt. Tannenbach 2 spielt größtenteils in den 60ern. Und das muss man sehen, bis in die Details. So ist hier eine komplette Hotelrezeption samt Lobby entstanden. Und ein zugehöriges Hotelzimmer, das komplett neu tapeziert und eingerichtet worden ist. Die ehemalige Winterling-Fabrik eignet sich dafür gut, weil rein baulich einiges von vornherein aus der passenden Zeit stammt.
Der Kontakt ist über Michael von Hohenberg erfolgt. Er interessiert sich ja dafür, dass hier Filme in Oberfranken und hier in Hochfranken gedreht werden. Er hat bei uns in den Räumlichkeiten hier auch ein Requisitenlager und hat dann durch seine Kontakte wiederum mit dem ZDF einzelne Leute hierher geführt, die sich das angeschaut haben, haben geschaut, ob das geeignet ist. Und hier sind halt noch originale 60er-Jahre-Einbauten. Das ganze Gebäude hier, dieser Bauteil, ist aus den 60ern. Natürlich ist es später noch ein bisschen überformt worden, aber man findet noch viele Details, die man dafür verwenden kann. Der Blick in die ehemalige Fabrikkantine im Erdgeschoss gleicht einer Zeitreise. Hier ist mit vielen kleinen Details die Schalterhalle einer Sparkasse entstanden, samt guten Finanztipps aus den 60ern. Eine Frage allerdings bleibt noch unbeantwortet, die nach der Sprache. Franz, wo bist du immer? Meinst nicht, wir sollten auch gehen, so wie der Gauleiter? Wir haben das nicht nötig. Ja, seid ihr denn narrisch? Die Amerikaner werden gleich kommen, schießen und nur das Dorf zusammen. Ja, das ist ein Staat. Bayerisch statt Fränkisch oder Thüringisch, wie es in der Region eigentlich sein müsste. Sprachlich rutscht die Grenze damit mal eben 200 Kilometer nach Süden. Diese Entscheidung hatte nach Teil 1 in der Region für Unverständnis und auch einigen Unmut gesorgt. Dem Erfolg des Dreiteilers hat das aber keinen Abbruch getan. Und er hat dem echten Tannbach, Mödlareuth im Landkreis Hof und seinem deutsch-deutschen Grenzmuseum einen deutlichen Anstieg der Besucherzahlen beschert. Wenn Teil 2 das wieder schafft, ist das dann doch ein Trost ganz im Norden Bayerns. Konkrete Sendetermine für Tannbach 2 gibt es allerdings noch nicht. Ja, jetzt an Fasching gehören Krapfen genauso dazu wie ausgefallene Kostüme oder Faschingsbälle. Aber wie sieht denn der perfekte Faschingskrapfen eigentlich aus? Was ist das Geheimnis seines unfassbar leckeren Geschmacks? Wir haben uns auf die Suche gemacht für Sie. Mehl, Butter, Eier, Zucker, Hefe und einige geheime Gewürze. Das sind die Zutaten für den Krapfenteig. Konditormeister Benjamin Pfaller und sein Team in der Bäckerei Breitner backen täglich bis zu 1000 Stück. Zum Faschingsendspurt sogar bis zu 4000. Der Faschingskrapfen hat eigentlich den Hintergrund, dass man, weil er noch im Fasching die Fastenzeit beginnt, dass man das ganze Fett und Ei, das man daheim gehabt hat, verwendet. Und deswegen hat man Krapfen gemacht, also sehr eireichen Teig, den man noch in reichlich Fett ausgebacken hat. Und so sagt man oder so geht einfach die Legende, sage ich mal, zurück auf den Faschingskrapfen. Der Teig wird zu kleinen Kugeln geformt und erst im 40 Grad heißen Gärraum gehen die Krapfen auf. Benjamin Pfaller backt seine Krapfen in Butterfett. Das macht den extra Geschmack aus. Der Konditormeister wendet jeden Krapfen einzeln per Hand. Danach kühlt das Gebäck kurz aus und die Marmelade kann rein, mittels diesem Krapfenfüller. Noch Puderzucker drüber, fertig. Neben dem Klassiker gibt es dieses Jahr auch einige Spezialkrapfen, zum Beispiel mit Eierlikör oder Marzipanzwetschge. Das sind immer so Jahrestrends, wo es gibt. Mal kurz ausprobieren, ob es geht oder nicht, ist ja dann dahingestellt oder sägt man halt dann, wie es auch nochmal wert für die Leute. Man muss den Leuten was Nice bieten, man kann nicht sagen, immer bloß Marmeladenkrapfen. Der Marmeladenkrapfen bleibt aber dennoch der Favorit in der Faschingszeit. Doch egal mit welcher Füllung, so ein Krapfen ist einfach lecker. Jetzt kaufen. Alpin, das Bergmagazin. Diesmal im Heft Osttirol. Paradies für Skitourengeher. Familientour. Sextener Dolomiten. Im Test Isolationsjacken. Und als Extra 16 Seiten Eisacktal. Jetzt im neuen Alpin. Kaufe ich. Egal wann, egal wo. Mit der neuen Online-Geschäftsstelle ist die AOK Bayern immer in meiner Nähe. Schnell, sicher und mobil. Einfach nah. Meine AOK. Von hier kommt unsere Milch. Sternenfair, gentechnikfrei und bienenfreundlich. Kein Futter aus Übersee. Unsere Ziele sind eine nachhaltige, tiergerechte Erzeugung, gerechte Entlohnung unserer Milchbauern und gesündere Produkte. Fair im Erzeugerpreis.
Sternenfair, die 5-Sterne-Milch für Bayern. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. TV Bayern Live zeigt Bayern von seinen schönsten Seiten. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard, Aufreger, Krawall und Kabarett. Wir hören hin und schauen nicht weg. TV Bayern Live, ganz Bayern in einer Stunde. Die Welt zu Gast in München, die Sicherheitskonferenz und ihre Kritiker. Außerdem Mahlzeit, grün und glitschig, aber gesund. Algen auf der Biofach in Nürnberg. Und hoch hinaus, ganz ohne Berge, die Seilbahn von Ingolstadt. Pünktlich zur Arbeit, ohne Stau und Ruß. Clever ist das. In der bayerischen Landeshauptstadt findet an diesem Wochenende die 53. Münchner Sicherheitskonferenz statt. Zahlreiche Spitzenpolitiker, aber auch Wirtschaftsvertreter kommen zusammen, um sicherheitspolitische Themen wie Krieg, Terrorismus und die Flüchtlingskrise zu diskutieren. Es ist eines der wichtigsten, weltweit wichtigsten Treffen zur Sicherheitspolitik. Für uns vor Ort ist mein Kollege Timo Michielsen. Ja, mit Hochspannung wurde das erste Aufeinandertreffen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und der neuen Trump-Regierung erwartet. Insbesondere die Aussagen von US-Vizepräsident Mike Pence. Und der hat heute ein klares Bekenntnis zur NATO abgegeben. Gleichzeitig kam natürlich auch die künftige Lastenverteilung der NATO-Staaten zur Sprache. Pence drängte noch einmal darauf, dass die europäischen Bündnispartner ihre Ausgaben für die Verteidigungspolitik erhöhen. Ja, und ein interessanter Termin findet am Samstagabend statt, nämlich in der Münchner Residenz. Da empfängt Horst Seehofer dann die Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz zum Dinner. Und Bundespräsident Joachim Gauck wird mit dem Ewald-von-Kleist-Preis ausgezeichnet. Soweit hier aus dem Hotel Bayerischer Hof und damit zurück nach Augsburg. In jedem Jahr haben die Gegner der Sicherheitskonferenz auch diesmal wieder zu Demonstrationen und Kundgebungen aufgerufen. Die Auftaktveranstaltung fand am Münchner Stachus statt. Sie sagen Nein, und zwar zu Elend, Armut, Krieg und der NATO. Mehrere tausend Menschen sind am Samstagmittag am Stachus zusammengekommen, um in der Münchner Innenstadt gegen die Sicherheitskonferenz zu demonstrieren. In Wirklichkeit treffen sich dort die Hauptverantwortlichen für die NATO-Kriege, die Hauptverantwortlichen für Umweltverschmutzung, die Hauptverantwortlichen für weltweite Armut und beraten dort über die Zukunft der NATO. Bis zu 1500 Teilnehmer in der Spitze drückten mit Transparenten, Verkleidungen und Gesängen ihren Unmut gegen die Machtelite aus. An vorderster Front Initiator Klaus Schreer des Aktionsbündnisses gegen die NATO-Sicherheitskonferenz. Neben einem Demonstrationszug rund um den Bayerischen Hof wollen rund 600 SIKO-Gegner den abgesperrten Tagungsort auch mit einer Menschenkette umzingeln. Eine Nordroute über den Odeonsplatz zum Marienplatz und hier die südliche Route direkt durch die Fußgängerzone. Um 15 Uhr ist dort die Kundgebung, die Abschlusskundgebung. Rund 4000 Polizisten aus der gesamten Bundesrepublik sind am Wochenende im Einsatz. Dabei müssen sie auch den Demonstrationszug und vor allem den schwarzen Block im Auge behalten. Die Versammlung hinter uns begleiten wir heute insbesondere deshalb, weil es die größte ihrer Art im Rahmen der Sicherheitskonferenz ist. Und zum anderen natürlich auch, weil die Erfahrungen gezeigt haben, dass die paar wenigen Störer oder Gewalttäter, die in der Regel auftreten, sich meistens diese Demonstration hier zunutze machen, obwohl die allerüberwiegenden Teilnehmer dieser Demonstration absolut friedlich demonstrieren.
Rund 100 Staats- und Regierungschefs sowie Außen- und Verteidigungsminister sind an diesem Wochenende in der Landeshauptstadt. Laut Protestinitiatoren gehe es ihnen aber weder um die Lösung von Konflikten noch um die Sicherheit für die Menschen. Es gehe einzig und alleine um die Aufrechterhaltung ihrer weltweiten Vorherrschaft. Traditionell wird am ersten Abend der Sicherheitskonferenz zum deutsch-amerikanischen Freundschaftsdinner ins Käferrestaurant geladen. Sozusagen der gastronomische Höhepunkt der Münchner Sicherheitskonferenz. Hier wird genussvoll, aber keineswegs politikfrei getafelt. Wein, Bier, kulinarische Köstlichkeiten und eine entspannte Atmosphäre ummanteln die Gespräche über die Sicherheitspolitik der Welt. Und das schon seit 36 Jahren. Hier im Käferrestaurant kommen zur SIKO am Freitagabend Diplomaten, Minister, Unternehmer und Prominente zusammen, um sich auszutauschen. Die Menschen kommen wegen dieser Idee zusammen, die eigentlich ganz einfach ist. Allerdings ist sie das heute nicht mehr. Es geht um wechselseitige Abhängigkeit und dass wir einen Anteil an unserer gemeinsamen Zukunft haben. Wir können in Europa keinen Erfolg haben, wenn das Haus unseres nächsten Nachbarn in Flammen steht. Ich hoffe sehr, dass wir mehr voneinander erfahren, dass wir möglicherweise mehr darüber erfahren, was die Vereinigten Staaten eigentlich wollen. Ich glaube, diese Frage stellen sich ganz, ganz viele. Und ich erhoffe mir, dass wir nicht vergessen, welche Konflikte es ansonsten auf der Welt gibt. Wenn ich an Syrien denke, wenn ich an den Nahen Osten insgesamt denke, wenn ich an Afrika denke. Anwalt Wolfgang Seibold hat das deutsch-amerikanische Freundschaftsdinner vor 36 Jahren ins Leben gerufen. 2017 rückt diese deutsch-amerikanische Verbindung mehr und mehr in den Mittelpunkt der dreitägigen Sicherheitskonferenz und das auf gesellschaftlicher und politischer Ebene. Das ist absolut eine Gelegenheit für unsere neue Regierung, viele von unseren Partnern auf einmal zu treffen, kennenlernen und über die großen Herausforderungen der Welt zu sprechen. Wir nehmen die Sicherheitskonferenz immer sehr ernst und dieses Jahr haben wir eigentlich eine der größten Delegationen wie je. Wir werden über unsere Sicherheit in Europa intensiver reden müssen und auch handeln müssen, das ist ja klar. Und der Weg mit Amerika wird sicherlich schwieriger, aber er wird weiterhin sehr tragfähig sein. Dann haben wir eine neue Regierung mit einer hochrangigen Vertretung hier in München und mit vielen Erwartungen und Fragen unsererseits. Wo sind Veränderungen zu erwarten mit dem NATO-Partner USA in der Frage einer westlichen Allianz? In entspannter und vor allem privater Atmosphäre Verbindungen über den Atlantik enger knüpfen und für eine gemeinsame Zukunft eintreten. Das ist das Ziel des Freundschaftsdinners. Eine starke europäische Abordnung, die zum Dinner gesandt wurde, ist die Antwort und zeigt die Wichtigkeit der Weltgemeinschaft. Nachdem das lange diskutierte Freihandelspaket TTIP von Trump erledigt wurde, musste in dieser Woche das EU-Parlament selbst Farbe bekennen. Und zwar beim Freihandelsabkommen CETA mit den Kanadiern, ebenfalls hoch umstritten. Unsere Straßburg-Korrespondentin Verena Rotter sprach mit den EU-Parlamentariern Markus Ferber, dem schwäbischen CSU-Vorsitzenden aus Augsburg, und Dr. Klaus Buchner, in München geborener Physiker und ehemaliger Bundesvorsitzender der ÖDP. Pro und Contra, CETA also aus erster Hand. Herzlich willkommen aus Straßburg. In dieser Woche hat das Europäische Parlament grünes Licht gegeben für CETA, das Handelsabkommen mit Kanada. Ich habe mich mit zwei Abgeordneten getroffen. Einer hat für das Abkommen gestimmt, einer dagegen. Herr Ferber, Sie haben CETA zugestimmt. Was waren Ihre Hauptgründe? Wir haben ja lange verhandelt und wir haben wirklich in die Verhandlungen alle unsere Bedenken einbringen können. Das Europäische Parlament hat ja sehr intensiv diese Verhandlungen begleitet. Und wir wollen auch einen fairen Welthandel ermöglichen. Ich denke, dass das mit Kanada möglich ist. Andere bauen Mauern wie Herr Trump, andere kündigen Freihandelsabkommen auf wie Herr Trump. Wir stehen für einen fairen, gerechten Welthandel und das haben wir jetzt vereinbart. Herr Professor Buchner, Sie sind ein Kritiker von CETA und haben heute auch dagegen gestimmt. Warum? Weil CETA nicht nur ein Handelsabkommen ist, sondern die wesentlichen Teile haben eigentlich mit Handel nichts zu tun, sondern das ist Demokratieabbau. Wir werden in Zukunft viele Gesetze nicht mehr machen können, die wir gerne machen würden, zum Beispiel im Bereich des Arbeitsschutzes.
Und ja, ich bin gegen jede Einschränkung unserer parlamentarischen Freiheiten. Gerade unser Mittelstand wird von diesem Abkommen ganz besonders profitieren. Wir sind im Maschinenbau besonders stark, wir sind bei der Automobilindustrie sehr stark. Und gerade unsere mittelständischen Zuliefererfirmen im Automobilbereich, aber auch die Maschinenbauer, die werden davon profitieren, dass sie jetzt ohne komplizierte Verfahren, ohne Zölle auf den kanadischen Markt kommen. Ich denke, das ist ein großer Vorteil für uns. Im Lebensmittelbereich sehe ich eine große Chance, dass unsere Spezialitäten aus Bayern auch den Kanadiern gut schmecken werden. Und da hoffe ich mir auch einige Vorteile. Es werden sicher große Firmen wie BMW zum Beispiel profitieren, aber die kleinen und mittleren Unternehmen gegen alle sonstigen Statements, die gemacht werden, die werden sogar verlieren. Weil die großen Konzerne in den USA über ihre Tochterfirmen in Kanada und die kanadischen Firmen eben die Konkurrenz bilden. Wir werden etwas mehr exportieren, aber wir werden viel mehr importieren und das wird unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen schädigen. Vielen Dank. Alle weiteren Nachrichten aus Bayern gibt es jetzt in unserem Nachrichtenblock. Seit Juni 2016 breitete sich die Vogelgrippe in 18 europäischen Staaten aus. Experten sprechen von der hochpathogenen aviären Influenza, also der stark krankmachenden, auf Vögel bezogenen Grippe vom Subtyp H5N8. In den Landkreisen Passau, Rottal-Inn und Freyung-Grafenau wurden bisher noch keine Fälle von Vogelgrippe nachgewiesen. Bisher ist ein Fall im Hausgeflügelbestand im Landkreis Straubing eben bekannt, seit letzter Woche, wo eben ein Putenbestand getötet wurde. Aber bei uns und sonstige weitere Ausbruchsfälle sind noch nicht bekannt. Experten gehen davon aus, dass die Stallpflicht in Bayern wohl noch bis Ende April 2017 gelten wird. Im städtischen Krematorium in Regensburg sollen medizinische Abfälle und Leichenteile zu Toten in Särge gelegt und mit verbrannt worden sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Konkret soll es um rund 200 Fälle gehen. Zeugen hatten den Fall ins Rollen gebracht. Solche Abfälle gelten als Sondermüll und müssen in einer speziellen Anlage bei Augsburg verbrannt werden. Für Krematorien gelten strenge Regeln. Der Bundesverband der Bestatter spricht, sollten sich die Vorwürfe bestätigen, von indiskutablen Zuständen. In Coburg hat nun ein ICE-Gipfel stattgefunden. Dabei stand die Frage im Mittelpunkt, wie oft soll der Schnellzug in der oberfränkischen Stadt halten? Dazu kam der Bevollmächtigte der Deutschen Bahn für Bayern, Klaus-Dieter Josel, nach Coburg. Die Bahn sieht in ihrem nächsten Fahrplan vor, jeweils dreimal am Tag in Richtung Berlin bzw. München einen Stopp am Coburger Bahnhof einzulegen. Die Abfahrtszeiten sind am frühen Morgen, am Nachmittag und am späteren Abend. In Coburg versuchen Politik und Wirtschaft aber, einen sogenannten Systemhalt zu erreichen. Dann würde der ICE alle 2 Stunden in der Festestadt halten. Die Deutsche Bahn will das davon abhängig machen, wie gut der Schnellzug in Coburg genutzt wird. Der neue Fahrplan gilt ab dem 17. Dezember. In Nürnberg dreht sich momentan alles um den Trend Bio. Zum 28. Mal findet hier nämlich die Bio-Fach statt. Die Messe gilt als weltweit leitend in der Branche und ist lediglich für Fachpublikum zugänglich. 4 Tage lang werden hier die neuesten Ernährungsmöglichkeiten präsentiert. Besonders beliebt dabei Algen. Sie sollen den Speiseplan in Zukunft noch mehr prägen. Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch die Vivaness. Die Beauty-Messe findet parallel zur Bio-Fach statt und zeigt umweltbewusste Schönheitsmittelchen. Ob Cremes, Make-up oder auch Körperlotionen für Tätowierte. Erlaubt ist hier alles. Einzige Voraussetzung natürlich, es muss Bio sein. Ein Credo, das nicht nur Einheimische aufs Nürnberger Messegelände lockt. Jährlich präsentieren sich rund 2800 Aussteller aus über 88 Ländern auf der Biofach. Eine Seilbahn über Ingolstadt, die tagtäglich tausende Menschen von A nach B befördert und den Verkehr auf den Straßen entlastet. Was sich für so manch gestressten Autofahrer wie ein kleiner Traum anhört, könnte schon bald Wirklichkeit werden. Denn Studenten der Technischen Hochschule Ingolstadt haben jetzt ein Konzept entwickelt und dieses Konzept Vertretern der Stadtratsfraktion vorgestellt. In den Bergen ist es das Beförderungsmittel schlechthin für Wintersportler. Seilbahnen transportieren jeden Tag tausende Skifahrer in luftiger Höhe Richtung Gipfel. Ingolstadt hat zwar keine Berge, dafür aber jede Menge Straßen, die zu den Stoßzeiten oft komplett überlastet sind. Eine Seilbahn könnte dafür Entlastung sorgen. Der größte Vorteil von dem Projekt ist, dass wir den Verkehr entlasten und eben nicht durch S-Bahn zum Beispiel, wo wir dann wieder Verkehrsflächen nutzen, also die bestehende Infrastruktur belasten, sondern wir gehen in die dritte Dimension, in die Luft. Und das ist der große Vorteil der Seilbahn.
Seit Monaten tüfteln die Masterstudenten der Technischen Hochschule am Konzept Seilbahn. Die Kosten würden sich auf ca. 48 Millionen Euro belaufen. Ein stolzer Betrag, aber immer noch wesentlich günstiger als eine U- oder S-Bahn. Rund 2500 Personen könnte die Bahn pro Stunde transportieren, mit Luft nach oben. Die Studenten sind sich einig, eine Seilbahn in Ingolstadt würde nicht nur den Verkehr entlasten, sondern auch das Image der Stadt stärken. Und auch die Stadträte sind angetan von dem Konzept. Vielleicht ist es wirklich an der Zeit, da mal eine Machbarkeitsstudie zu machen. Da kriegt man ganz sicher auch die Unterstützung der Seilbahnhersteller. Und die Unterstützung von so manchem Stadtratsmitglied hat das Seilbahnkonzept auch schon. Denn mal ganz ehrlich, in luftiger Höhe gestresste Autofahrer auf den Straßen zu beobachten, das klingt doch einfach zu verlockend. Cyberknife nennt sich dieses moderne und hochwertige Gerät. Es wird zur Behandlung von Tumorerkrankungen eingesetzt und bietet Betroffenen eine effektive und schmerzfreie Therapie und das ohne chirurgischen Eingriff. CyberKnife ist eine Kombination aus einer Bildgebung, digitale Bildgebung kombiniert mit Industrierobotik, um die Tumore ganz präzise treffen zu können. Das Besondere ist, dass der Tumor nicht nur präzise getroffen wird, sondern auch der Roboter die Tumorbewegung mit nachvollziehen kann. Das heißt, der Roboter bewegt sich mit dem Tumor mit und das ist praktisch die Einzigartigkeit des CyberKnife-Systems. Besonders ist auch, dass in der Regel nur eine Behandlung notwendig ist, um den Tumor auszuschalten. Karl Meyer wurde mit dem CyberKnife bei einem Tumor am rechten Innenohr erfolgreich behandelt. Also ich bin auf die Liege hingelegen, 25 Minuten, eine halbe Stunde ungefähr. Und ja, wie wenn ich da heute im Bett liege. Ganz, ganz entspannt. Und schmerzlos war sie, einwandfrei. Also super Angelegenheit. Als einzige Krankenkasse hat die AOK Bayern die CyberKnife-Methode von der Geburtsstunde an im Jahr 2005 unterstützt. Für ihre Versicherten übernimmt die Gesundheitskasse die Kosten der modernen Therapie komplett. Wir möchten unsere Versicherten am medizinischen Fortschritt, Angeboten der Hightech-Medizin und damit an Medizininnovationen teilhaben lassen. Das gilt ganz besonders für Patienten, die ohnehin mit einer belastenden Diagnose konfrontiert sind. Die CyberKnife-Methode gewährleistet eine optimale Behandlung und verspricht in vielen Fällen Heilung. Wieder. Die aktuellen Themen aus der bayerischen Wirtschaft haben wir jetzt für Sie kompakt zusammengefasst in unserem Wirtschaftsradar. Die Themen heute: Datenschutz, EU setzt auf einheitliche Regeln und Flüchtlinge integrieren. Berufsschule Altötting stellt ihr Erfolgskonzept vor. Immer mehr Daten strömen durch Rechner und sind auch online abrufbar. Doch wer darf darauf zugreifen? Welche Regeln sind zu beachten? Damit hat sich die EU-Politik in den vergangenen Jahren intensiv beschäftigt und eine europäische Datenschutzgrundverordnung erarbeitet. Von Mai 2018 an wird sie in allen Mitgliedstaaten geltendes Recht. Durch die neue Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union stehen wir vor der Herausforderung, dass doch weite Teile des deutschen Datenschutzrechts grundlegend verändert werden müssen. Die Unternehmen müssen viel mehr beachten. Sie müssen ihre Datenverarbeitungsvorgänge strenger kontrollieren. Sie müssen alles dokumentieren. Sie haben sozusagen stärkere Informationspflichten, Transparenzpflichten. Und das Ganze ist mit außerordentlichen Strafen versehen, wenn sie dagegen verstoßen. 4% des Weltjahreskonzernumsatzes, das zahlt man nicht mehr aus der Portokasse. Doch die neue Regelung vereinfacht gerade für die exportstarke bayerische Industrie auch den Umgang mit Daten im europäischen Ausland. Allerdings nur, wenn die EU-Vorgaben auch einheitlich umgesetzt werden. Alles, was dann national draufgesattelt wird,
würde wieder zusätzlichen Aufwand und nicht weniger Aufwand bedeuten. Es würde auch gegebenenfalls die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen beeinträchtigen. Ein europaweit gleiches Datenrecht ist einfach überfällig. Da die EU-Verordnung Spielraum für nationale Gesetze lässt, könnte es für Unternehmen komplizierter werden als gedacht. Wir werden alles dafür tun, dass der Datenschutzstandard, den wir in Deutschland schon erreicht haben, auf keinen Fall abgesenkt wird. Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft warnen bei einem Kongress in München vor unnötiger Bürokratie. Zudem würden viele Zukunftstechnologien den Umgang mit großen Datenmengen erfordern. Datenschutz sollte daher anwenderfreundlich und praktikabel sein. Flüchtlinge in Beruf und Ausbildung bringen. Die Berufsschule Altötting engagiert sich bei dieser großen Aufgabe in besonderer Weise und ist dafür kürzlich in Berlin mit dem Deutschen Arbeitgeberpreis geehrt worden. Beeindruckt hat die Jury das innovative Konzept zur Integration von Zuwanderern. Die Berufsschule entwickelte nämlich ein Kompetenzraster, um Leistungen und Fähigkeiten ihrer Schüler besser hervorheben zu können. Statt der Note 4 wird halt dann drinstehen, dass er an der und der Stelle das und das alles kann, dass er an anderen Stelle an dem und dem Punkt noch nacharbeiten muss. Aber das, was er alles kann, das ist für den potenziellen Arbeitgeber wesentlich aussagekräftiger als der Unterschied zwischen der Note 4 und der Note 6. Bei einem Fachgespräch in Altötting mit Vertretern aus Behörden, der Wirtschaft und der Politik stellt die Schulleitung ihr Erfolgskonzept näher vor. Diskutiert wird dabei auch über Hürden und Schwierigkeiten der Integrationsarbeit. Ich denke, sowas ist prozesshaft. Und ich nehme jetzt auch schon gleich eine Hausaufgabe mit bei dem einen jungen Mann, der eine Ablehnung bekommen hat, aber in einer Berufsausbildung steckt, dass man hier einfach dann auch tatkräftig, auch wir von der Politik her, mithelfen, dass das ein gutes Ende nimmt. Die Zusammenarbeit von Helferkreisen, Behörden und Unternehmen müsse noch optimiert werden. Darin sind sich die Gesprächsteilnehmer einig. Und auch darüber, dass für Flüchtlinge Deutschunterricht und praktische Erfahrungen der Schlüssel in eine berufliche Zukunft sind. Wir merken, das bereitet den jungen Leuten natürlich sehr viel Freude. Sie sehen auch sehr schnell, dass eine gewisse Sorgfalt und Gründlichkeit erforderlich ist, um zu einem qualitativ hochwertigen Produkt zu kommen, wie es in Deutschland selbstverständlich ist. Die Lehrer der staatlichen Berufsschule Altötting unterrichten derzeit 2600 Schüler. Dazu zählen rund 180 junge Zuwanderer, die insgesamt 11 Integrationsklassen besuchen. Wert gelegt wird also auf eine kleine Anzahl von Schülern pro Klasse. Denn nach Bayern geflüchtet sind sowohl Analphabeten als auch Studenten. Er ist 14 Jahre, als Mohamed Jafari alleine aus Afghanistan flieht. Das war vor 4 Jahren. Mittlerweile ist er 18 und hat alles getan, was man an Integration leisten kann. Er absolvierte eine Einstiegsqualifizierung für die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. Er spricht gutes Deutsch. Und er spielt in der Volleyballmannschaft des TSV Ansbach. Aber das alles scheint nicht zu reichen, denn Mohamed hat jetzt einen Abschiebebescheid erhalten. Er wird aufgefordert, seine neue Heimat innerhalb der nächsten 30 Tage zu verlassen. Mein Name ist der Markus, Sami Abassi. Uschi. Ekle. Ich bin Mustafa. Ich bin Ahmad. Ich bin der David. Ich bin der Mohamed Jafari. Ich bin der Simon. Ich bin der Kasim. Alle zusammen. Deutsche, Afghanen und Eritreer stellen die Volleyballmannschaft des TSV Ansbach. Erst durch die Beteiligung der Flüchtlinge hatte der Verein überhaupt genug Spieler, um eine Herrenmannschaft anzumelden. Anfangs war es natürlich sehr aufregend mit so einer anderen Kultur, würde ich jetzt mal sagen, die eine andere Sprache spricht. Weil wir viel kommunizieren miteinander, deswegen lernen wir dabei auch Deutsch. Die konnten einfach nichts. Und jetzt ist es wirklich so toll. Eigentlich könnte es nicht besser laufen. Die Bundeskanzlerin lädt einen Vertreter des TSV für Mitte März ein, um die Verdienste des Vereins für Integration zu würdigen. Doch wenige Tage zuvor zeigt sich, wie wenig die gelungene Integration gebracht hat. Die Nummer 8 des TSV, Mohamed Jafari aus Afghanistan, erhält einen Abschiebebescheid. Hatte ich 30 Tage Zeit, so Deutschland zu verlassen. Ja, das war wirklich schrecklich für mich. Aber es ist ein Witz. Also wir kriegen die Ehrung, dass wir uns ehrenamtlich da engagieren, der Verein.
und die Spieler wollen sie uns wegnehmen und wir wollen sie einfach nicht gehen lassen. Wir sind, glaube ich, alle der Meinung, dass es halt nicht geht, jemanden in ein Land wie Afghanistan zurückzuschicken, wo es halt vor allem in den letzten Jahren immer unsicherer wird. Und er lebt ja jetzt hier, seitdem du 14 bist, ne? Und da wohnt man dann eigentlich quasi hier, also er gehört einfach zu uns. Mohammad absolviert aktuell ein 12-monatiges Praktikum als Kfz-Mechatroniker im Rahmen einer Einstiegsqualifizierung. Sein Betrieb möchte ihn auf jeden Fall in ein Ausbildungsverhältnis übernehmen. Die sollte ihn laut Aufenthaltsgesetz der Bundesrepublik auch eigentlich schützen. Was vom Gesetz her klar ist, wer aus einem Land kommt, das ein sogenanntes sicheres Herkunftsland ist, wo auch die Anerkennungsquoten nahezu null sind, zum Beispiel bei den Balkanländern, Serbien, Mazedonien, Montenegro, die werden praktisch nicht anerkannt und die kriegen dann auch entsprechend keine Arbeitserlaubnis. Dazu gehören aber eben nicht nur die Balkanstaaten, sondern auch Afghanistan. Immerhin seien Teile des Landes laut Bundesregierung sicher genug. Währenddessen verzeichnet die UN-Mission für Afghanistan im ersten Halbjahr 2016 den höchsten Stand ziviler Opfer seit 2009. Um eine Rückführung in eben dieses Land abzuwenden, setzen Mohammed und seine Mannschaft alles in Bewegung. Am 20. März habe ich einen Termin beim Anwalt. Es ist wohl ein erster Ablehnungsbescheid des BAMF. Jetzt wird das entsprechend überprüft. Er hat das Recht, auch vor das Verwaltungsgericht zu gehen. Und erst wenn das alles geklärt ist, dann muss die Entscheidung getroffen werden. Wenn man weiß, wie es in Afghanistan zugeht, und ich habe so viele Geschichten von Ihnen gehört, die Sie mir irgendwann jetzt in dem letzten Jahr erzählt haben, wo ich echt nachts nicht schlafen kann, wenn ich das nur höre. Und das haben die mit ihren 18 Jahren schon erlebt. Also das ist so grausam. Und das ist echt schlimm und das darf nicht nochmal passieren. Mohammeds Asylstatus wird demnächst wohl vor Gericht verhandelt. Der TSV hofft, dass ihr Vertreter im März nach Berlin fahren kann, ohne von Mohammeds Abschiebung berichten zu müssen. Alkohol und Hochschule. Da denkt man zugegebenermaßen erstmal an ein rauschendes Fest an der Universität. Aber tatsächlich hat an der katholischen Uni Eichstätt der Alkohol Einzug gehalten in den Hörsaal. Und das ganz, ganz offiziell. Der Kapuzinergarten in Eichstätt mit seinen alten Obstbäumen. Was die Studenten der katholischen Universität dort im Herbst an Zwetschgen und Äpfeln ernten, das landet ab jetzt hier. Eine Destille im Biologiesaal, betrieben von einem Seminar mit 20 Studenten. Eine Schnapsidee im wahrsten Sinne des Wortes. Und an einer Hochschule einmalig in ganz Bayern. Es war die Unileitung selber, die mich auf diese Schnapsidee gebracht hat. Und daraufhin habe ich mich informiert und erkundigt und einen Antrag beim Zollamt in Augsburg gestellt. Und natürlich begründet, dass es nur zu Lehrzwecken dienen soll. Und es ist tatsächlich gelungen. Und jetzt haben wir eine Abfindungsbrennerei für 50 Liter Schnaps. Dazu benötigte Helga Rolleczek natürlich eine Destille, die aus der vergorenen alkoholhaltigen Fruchtmaische Hochprozentiges destilliert. Schwierig, denn wer Destillen verkauft, braucht dazu eine Genehmigung vom Zoll. Aber manchmal ist die Lösung naheliegend, bei einem Metallbetrieb in Eichstätt. Das ist immer ein Bekannter gekommen und sagte, du, die in der Uni drin, die haben ein Brennrecht beantragt. Ja, die wollen ihren Obstgarten da verwerten. Du baust doch Destillen. Ja. Frag einmal nach. Gell. Dann haben wir die Uni kurz geschlossen mit der Frau Rolleczek. Und es hat sich dann so ergeben, dass da sich der Kreis geschlossen hat. Dann haben wir Destille da angeschafft. Mit dem 70-jährigen Metallbauer hat sich die Uni auch gleich den Experten ins Haus geholt, was den Betrieb der Destille angeht. Aber es ist eine wunderschöne Tätigkeit und es ist was Nachhaltiges und ich kann achtsam werden und wertschätzen, was einen guten Genussalkohol ausmacht und nicht einen billigen Fusel. Und dann gehe ich, glaube ich, mit dem Alkohol auch ganz anders um, wenn ich weiß, was dahinter steckt. Den Schnaps gibt es natürlich nicht auf Studentenfesten. Die Unileitung wird ihn als Werbegeschenk vergeben. Vorausgesetzt, der wissenschaftliche Geist aus dem Kapuzinergarten erfreut den Gaumen. Heiraten oder doch lieber in wilder Ehe zusammenleben? Die Lebensmodelle junger Menschen in der heutigen Zeit sind vielfältiger geworden. Trotzdem entscheiden sich immer noch viele für eine Hochzeit. Egal ob standesamtlich, kirchlich oder aber die freie Trauung. Mittlerweile gibt es sogar ein Internetportal, auf dem junge Brautpaare ihre Gründe für eine Hochzeit und auch natürlich die umfangreichen Vorbereitungen mit allen anderen teilen. Also er kam die Tür rein und ich dachte direkt, oh, wer ist das denn? Die Ehe schweißt dann einfach anders zusammen, weil ich denke immer, sich scheiden zu lassen ist schwieriger als Schluss zu machen.
Peter ist für zwei Dinge bei der Hochzeit zuständig. Das eine ist das Essen und das andere ist die Musik. Und der ganze Rest wird von mir organisiert. Ja, noch macht die Hochzeitsvorbereitung mit unserer Beziehung gar nichts. Also würde ich sagen, aus meiner Sicht. Zumindest nichts Schlechteres. Wie denken junge Menschen übers Heiraten? Warum entschließen sie sich zu diesem Schritt? Auf der Internetseite Heiraten, wie es uns gefällt, geben Brautpaare Einblick in ihre Hochzeitsvorbereitungen. Auch Jasmin und Steven, die sich in Lindau im Bodensee das Jawort geben wollen. Wir machen dadurch mit, weil es uns Spaß macht und dass wir auch unsere Hochzeit öffentlich teilen können, vielleicht anderen Paaren mit manchen Statements helfen können, weil die vielleicht in der gleichen Situation sind wie wir. Wir erhoffen uns einfach ein bisschen Austausch, auch mit anderen Paaren, die jetzt auch hier mitmachen, die ich auch schon teilweise kennengelernt habe über Instagram, dass man sich ein bisschen gegenseitig auch Ratschläge und Tipps gibt. In Videos und Beiträgen in sozialen Netzwerken erfährt der Nutzer, wie vielfältig und individuell Hochzeiten heute sind und was moderne Brautpaare dabei denken und fühlen. Wie stellen sie sich ihre Trauung vor und wie soll gefeiert werden? Also wir feiern hier in dem wunderschönen Schloss Tettnang mit Blick auf den Bodensee und mit Blick auf den Schlossinnenhof, wo wir dann auch einen Sektempfang noch haben werden. Also wir heiraten, weil wir glauben, dass die Hochzeit ein nächster Schritt ist in unserer Beziehung, dass die Liebe, die wir eigentlich füreinander spüren, noch vertieft wird und auch, dass wir unsere Freunde daran teilhaben lassen möchten und unsere Familien. Unsere Location-Suche lief eigentlich so ab, dass wir erstmal in der, ich sag mal, in der räumlichen Wahl relativ frei waren, aufgrund der Tatsache, dass wir beide ursprünglich aus verschiedenen Gegenden aus Deutschland kommen. Das Besondere am Heiraten, wie es uns gefällt, ist, dass wir schon über relativ intime Themen sprechen. Also nicht nur über das Brautkleid, sondern eben auch über Themen wie Zweifel oder Glück oder Zukunftsängste. Umgesetzt wird das Projekt vom St. Michaelsbund, dem katholischen Medienhaus im Erzbistum München und Freising. Wir als Kirche wollen einfach mal ausprobieren, wie kommen wir mit Menschen in Kontakt, die nicht klassisch am Sonntag zur Messe gehen oder vielleicht eine Wallfahrt mitmachen, sondern die eher weiter wegstehen. Und da stürzen wir uns auf dieses Projekt, Thema Heiraten, wie es uns gefällt, Thema Heiraten, und versuchen darüber mit Menschen ins Gespräch zu kommen, dann auch über spirituelle Dinge. Zum Beispiel, gibt es bei euch einen Trauspruch? Oder auch Fragen, heiratet ihr in der Kirche, heiratet ihr in einer ganz anderen Location? Da geht es letztendlich ja um Frage des Glaubens und der Spiritualität. Für Jasmin und Steven ist es am 7. Juli soweit. Bis dahin kann man sie und die anderen Brautpaare bei ihren Vorbereitungen online begleiten. Eine der wohl größten Hürden, wenn man in einem fremden Land leben möchte, ist die Sprache. Man muss Herausforderungen meistern wie Arbeitsplatzsuche oder aber die Einschulung der Kinder. Eine Situation, vor der viele Migranten hierzulande stehen. Aber auch für uns ist die Sprachbarriere nicht gerade leicht zu überwinden. Der Landkreis Kulmbach hat darauf reagiert und bietet mit Ali Al-Farrasch speziell für die Kindertageseinrichtungen Hilfe. Ali Al-Farrasch kommt aus Syrien und lebt seit 2 Jahren in Kulmbach. Der 41-jährige Familienvater ist wie Tausende seiner Landsleute aus seiner Heimatstadt Raqqa vor dem Krieg geflohen. Viel konnte der einstige Englischlehrer dabei nicht mitnehmen. Außer seiner Familie blieb ihm vor allem das Wissen um seine Kultur und seine Sprachkenntnisse. Doch im Gegensatz zum Großteil der Flüchtlinge macht der Syrer genau aus dieser Not eine Tugend. Er wird Sprachmittler und Dolmetscher. Momentan arbeite ich im Caritas-Verband, ja, für ein Projekt, arbeiten mit Kindergärten hier in Kulmbach und Landkreis von Kulmbach auch, ja. Ali Al-Farrasch ist damit Ansprechpartner für alle Kindertageseinrichtungen im Raum Kulmbach, die Bedarf an einem Dolmetscher oder Sprachmittler haben. Ein Job, den er einem Förderprogramm der bayerischen Staatsregierung, dem Landratsamt Kulmbach und nicht zuletzt auch der Caritas zu verdanken hat. Wir haben ja die Informationen vom Ministerium bekommen, es gibt Fördergelder explizit für Kinder im Kindergarten mit Migrationshintergrund. Und da haben wir uns überlegt, wie können wir Einrichtungen bestmöglich unterstützen. Und da war überwiegend der Wunsch nach Dolmetscher und Sprachmittlern hier in der Einrichtung. Gemeinsam mit dem Caritas-Kreisverband Kulmbach als Anstellungsträger wurde das Projekt schließlich umgesetzt.
Und da ist jetzt der Ali Al-Faraj nicht nur Sprachmittler, sondern einfach auch Kulturmittler, der uns sagen kann, was essen die Leute, wie ging es denen während des Krieges, wie ging es vor dem Krieg, wie ist das überhaupt in Syrien gewesen. 14 Stunden die Woche besucht Ali Al-Faraj Kitas im Landkreis Kulmbach, hilft bei Eltern- oder Entwicklungsgesprächen, übersetzt Aushänge und Einladungen der Einrichtungen, ist Brückenbauer zwischen den Kulturen, zwischen Eltern und Kinderbetreuern und nicht zuletzt vertrauensvoller Ansprechpartner für die Kinder selbst. Spielen und Malen mit Kindern, das sehr, sehr, sehr wichtig für Kinder, zu vergessen, was ist passiert in Syrien. Auch die, für die Eltern auch sehr wichtig. Die Resonanz auf seine Arbeit ist dabei durchweg positiv. Die Einrichtungen und die Eltern sind begeistert. Ist doch die Sprachbarriere oft die größte Hürde, die es zu meistern gilt. Und Ali Al-Faraj hilft, diese Barriere abzubauen. Er ist für die Kindergärten, denke ich, der absolut richtige Mann, hat eine offene, freundliche, zupackende Art. Und wir können sehr zufrieden sein und ich bin sicher, dass es in den nächsten Monaten gut weiterläuft. Der jetzige Förderzeitraum läuft noch bis Ende des Jahres und auch im nächsten Jahr soll das Projekt fortgesetzt werden. Ein Projekt, dessen Erfolg für sich spricht, dank aller Beteiligten, vor allem aber Ali Al-Faraj, der hier in Kulmbach nicht nur eine neue Heimat, sondern auch eine wichtige neue Aufgabe gefunden hat. Jetzt kaufen. Alpin, das Bergmagazin. Diesmal im Heft Osttirol. Paradies für Skitourengeher. Familientour. Sextener Dolomiten. Im Test Isolationsjacken. Und als Extra 16 Seiten Eisacktal. Jetzt im neuen Alpin. Kaufe ich. Egal wann, egal wo. Mit der neuen Online-Geschäftsstelle ist die AOK Bayern immer in meiner Nähe. Schnell, sicher und mobil. Einfach nah. Meine AOK. Von hier kommt unsere Milch. Sternenfair, gentechnikfrei und bienenfreundlich. Kein Futter aus Übersee. Unsere Ziele sind eine nachhaltige, tiergerechte Erzeugung, gerechte Entlohnung unserer Milchbauern und gesündere Produkte. Fair im Erzeugerpreis. Sternenfair. Die 5-Sterne-Milch für Bayern. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Zeit für Helden, eine bayernweite Aktion, die vor 10 Jahren ins Leben gerufen wurde. Hauptakteure sind Jugendgruppen, die gemeinnützige Projekte anpacken. Im Mai werden wieder Helden gesucht, unter anderem im Landkreis Eichstätt. Und da sind in diesem Jahr mit dabei die Jugendfeuerwehr Eichstätt. Wir haben den Hydranten aufgeschraubt und haben das Wasser zum Verteiler, den Verteiler dann zu den einzelnen Schläuchen. Und mit einer Schlauchleitung eben dann das Feuer löschen können. Das erfolgt dann auch mit Angriffstrupps, die dann eben vorne, ganz vorne dabei stehen und dann eben auch das Feuer löschen. Der Löschangriff der Jugendgruppe bei der Freiwilligen Feuerwehr Eichstätt klappt schon wie am Schnürchen. Wasserschlauch und Feuerlöscher haben sie heute zu Übungszwecken in der Hand. Vom 18. bis 21. Mai, wenn es heißt Zeit für Helden, wollen sie aber andere schwere Geräte zur Hand nehmen. Also erstmal denke ich, dass es unsere Gruppe auf jeden Fall sehr viel stärken wird, gerade den Teamgeist. Wir haben auch schon konkrete Pläne. Das wäre jetzt erstmal, dass wir bei uns in den umliegenden Wäldern
einfach mal die Wege freischneiden und gleichzeitig auch versuchen, die maroden Bänke wieder in Schuss zu bringen. Speziell haben die jungen Feuerwehrler den neuen Weg, den Panoramaweg um Eichstätt im Visier. Der schönste Weg, sage ich mal, in Eichstätt, den Panoramaweg, und der ist ziemlich heruntergekommen, teilweise zugewachsen und auch die Bänke sind schon sehr marode. Und da sind halt unsere Jungs draufgekommen, hey, warum richten wir den nicht her? Vielleicht können wir die Bänke ein bisschen wieder instand setzen und auch den Weg ausholzen. Wir hoffen, dass wir durch solche Aktionen Jugendgewinnung machen, weil man kann nicht genug Nachwuchsfeuerwehrmänner oder Frauen haben. Die Aktion Zeit für Helden wird von der kommunalen Jugendarbeit und dem Kreisjugendring organisiert. Anders als die bayernweite Aktion vor 10 Jahren beschränkt sich die Zeit der Helden auf den Landkreis. Also ob man jetzt Bushäuschen neu gestaltet oder irgendwelche Bauwerke in den Gemeinden macht oder zum Beispiel der BDKJ überlegt, ob sie Martal im ganzen Landkreis restaurieren. Also das sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ne? Da kann man der Fantasie freien Lauf lassen. Es geht oft auch einfach um Aufgaben, die vielleicht das ganze Jahr überliegen bleiben, wo sich im Prinzip keiner mehr drum kümmert, die dann halt von Jugendgruppen mit viel Elan angepackt werden können. Bittelmeier will durch diese Aktion die örtlichen Jugendgruppen, die das ganze Jahr über ehrenamtlich engagiert sind, ins Rampenlicht rücken. So wie die Jugendfeuerwehr Eichstätt einmal die Woche übt, um im Ernstfall gewappnet zu sein. Simon hat noch einen ganz besonderen Tipp für alle Hausfrauen. Also man darf nicht einen Fettbrand mit Wasser löschen, sondern ersticken, also mit einem Deckel drauf. Andernfalls könnte das verheerende Folgen haben. Entschuldigung, da habe ich noch mit der Regie gesprochen. Bis Mitte nächsten Jahres spätestens sollen Bayerns Polizistinnen und Polizisten schicke neue blaue Uniformen bekommen. Aber was passiert denn jetzt mit den alten grünen Kleidungsstücken der doch über 27.000 Beamten? Die Antwort darauf gab es Mitte dieser Woche in Straubing. Die Kollektion 110 2.0. Aus alten und ausgemusterten Polizeiuniformen werden hochwertige und modische Accessoires. Präsentiert wurden diese vom bayerischen Innenstaatssekretär Gerhard Eck und Pater Prior Eduard Bauer von den Barmherzigen Brüdern. In Kooperation mit dem bayerischen Innenministerium produzieren die 4 Behindertenwerkstätten der Barmherzigen Brüder dann Taschen, Picknickdecken und vieles mehr. Ein ambitioniertes Unterfangen, denn es wird mit hunderttausenden Kleidungsstücken gerechnet. 4 Einrichtungen unter einen Hut zu bringen, ist nicht so ganz einfach. Und dann der logistische Aufwand, also die Dinge zu sammeln, ja, ist, denke ich, etwas, was wir nicht alle Tage tun. Trotzdem bringt die Zusammenarbeit beiden Seiten auch Vorteile. Die Polizei spart sich beispielsweise Aufwand und Kosten der Entsorgung. Für die Mitarbeiter der Werkstätten ist die Arbeit andererseits eine willkommene Abwechslung zum Alltag. Gehandicapte Menschen, die hier einen Arbeitsplatz haben, die hier Arbeit finden, die machen nicht irgendwo einen Mosaikstein aus einer Gesamtaufgabe, sondern sie arbeiten an einem Endprodukt, das verkauft wird, und erleben die gesamte Entstehung. Ab Herbst 2017 gibt's die Kollektion dann unter 110-shop.de. In weiten Teilen Bayerns haben wir in dieser Woche schon mal einen ersten Vorgeschmack bekommen auf den Frühling. Ob es so weitergeht, erfahren Sie jetzt bei uns im Wetter. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen, wünsche Ihnen noch ein gemütliches und entspanntes Wochenende. Machen Sie es gut, bis nächste Woche. Servus. Regional, fair und nachhaltig. Die 5-Sterne-Milch für Bayern. Unser Wetter wird präsentiert von Sternenfair. Hallo und grüß Gott zu Ihrem Bayern-Wetter. In der Nacht müssen wir überall aufpassen auf den Straßen. Es wird einerseits frostig, andererseits bildet sich auch dichter Nebel. Das bedeutet auch streckenweise Reifglätte, insbesondere auf Brücken. Und am kältesten wird es in den schneebedeckten Alpentälern mit durchschnittlich -7 Grad. Hoch Felicitas baut sich leider schon wieder ab und so ziehen im Laufe des Sonntages in Franken dichtere Wolken auf. Am Vormittag örtlich noch Sonnenschein, aber der Nachmittag
Tag ist dann durchweg grau. Die Temperaturen bis zu 8 Grad etwa am Main, auch rund um Nürnberg im Hoferland. Da sind es nur 4 Grad und der Wind, der frischt allmählich auf. Vor allen Dingen hier oben in der Rhön, da gibt es schon mal einige kräftige Böen am Nachmittag. Ansonsten Beaufort 3 im Schnitt. Auch in der nördlichen Oberpfalz ziehen im Laufe des Tages einige dichte Wolken auf, gerade auch hier rund um Amberg. Ansonsten ist es nach Frühnebel recht sonnig bis in den Nachmittag hinein. Die Temperaturen zwischen 3 und 7 Grad. Auch hier der Wind leicht auffrischend, vor allen Dingen im Oberpfälzer Wald. In den Donauniederungen ist er nur sehr schwach unterwegs. Weiter geht's nach Schwaben und nach Oberbayern. Örtliche Nebelfelder sollten eigentlich bis zur Mittagszeit überall verschwunden sein. Kann sein, dass es gerade so hier rund um den Chiemsee am Inn ein wenig länger neblig trüb bleibt, auch am Bodensee. Aber ansonsten strahlt die Sonne und das von einem teilweise blitzblauen Himmel. Die Temperaturen am Nachmittag um die 6, 7 Grad, es sei denn, der Nebel ist ein wenig zäher oder es hält sich Dunst. Dann wird es ein paar Grad kühler bleiben und der Wind, der ist hier meistens nur schwach. In der Mittagszeit im Alpenvorland vorübergehend leicht böig aus westlicher Richtung. Und es wird noch ein paar Grad wärmer im Laufe der Woche. Bis zu 13 Grad sind am Mittwoch drin. Vor allen Dingen im Süden scheint oft die Sonne. Der Dienstag ist verregnet, der Montag ganz nett. Regional, fair und nachhaltig. Die 5-Sterne-Milch für Bayern. Unser Wetter wurde präsentiert von Sternenfair.